Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen über das Thema Versicherungen reden, also Versicherungen für die Kameras, für deine Ausrüstung und so weiter. Es ist kein Thema, was ich besonders gerne anspreche. Es ist aber halt ein Wohl oder wie sagt man denn, ein notwendiges Übel, wo ich halt aber auch schaue, dass ich richtig versichert bin, weil es mir schon ein paar Mal den Arsch gerettet hat. Und also ich bin nicht gegen Versicherungen, das überhaupt nicht. Ich finde es gut, dass man Versicherungen hat, dass man sich gegen gewisse Dinge schützen kann. So ist es halt. Wichtig ist für dich, dass du zunächst mal weißt, ich bin kein Experte über Versicherungen. Also ich schau mir das ein- bis zweimal im Jahr an, wenn man wieder ein neues Jahr beginnt und dann wieder die ganze Policen anschauen kann. Aber wenn du wirklich da über Details Bescheid wissen möchtest, dann rede mit deinem Versicherungsexperten oder mit deinem Versicherungsberater darüber, weil jede Versicherung hat dann noch ein bisschen andere Vorgaben und Angebote. Deswegen, ja, also häng mich nicht an irgendwas auf, was ich dir jetzt hier erzähle. Ich erzähle dir jetzt einfach das, was ich kenne, wie ich es kenne und was ich dir aus Erfahrung vielleicht empfehlen kann. Auch da kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und auch um vorneweg zu sagen, wichtig ist, ich hab hier unten meine Notizen, schaue hin und wieder runter, sobald du Geld für deine Dienstleistung nimmst, wird deine private Versicherung vielleicht nicht mehr greifen. Also es kann sein, dass wenn du einen Schadensfall hast in irgendetwas und die Versicherung merkt jetzt, der hat Geld für seine Dienstleistung genommen, ist aber nur quasi privat versichert, dann kann es schon mal sein, dass sie sagen, hey, wir bezahlen das nicht. Weil dafür gibt es halt geschäftliche Versicherungen, die man zusätzlich abschließen muss. So ist das nun mal. Du musst dich halt zu Beginn einfach mal fragen, wie bist du respektive, wie ist dein Material versichert? Also bist du zum Beispiel, du hast ja wahrscheinlich eine Privathaftpflicht und die Frage ist jetzt da, hast du da zum Beispiel auch Schäden an Material von Drittpersonen mitversichert? Also wenn du jetzt, sagen wir mal, du fotografierst ein Gemälde, du beschädigst es, bist du da versichert? Oder du bist bei einem Kunden irgendwo in einem Büro, stößt da irgendwie einen Fernseher um oder einen Monitor, wenn es darum geht, der geht kaputt. Schaden von, sagen wir mal, 1000 Franken. Bist du da versichert oder nicht? Das ist das Erste, was du dich fragen musst. Also bist du als Person gegenüber außen versichert oder nicht? Und dann stellt sich die Frage, wie ist denn deine Ausrüstung grundsätzlich versichert? Vermutlich, das wird bei den meisten der Fall sein, vermutlich hast du einfach eine Diebstahlversicherung, also irgendwie Diebstahl zu Hause und Diebstahl auswärts. Die Beschädigung durch Dritte oder durch dich selber ist wahrscheinlich nicht versichert. Bei der Beschädigung durch Dritte ist wahrscheinlich so, dass dort einfach die Haftpflicht der anderen Person greifen muss. Aber in einem solchen Fall kann ich dir schon mal sagen, das ist immer schwierig, immer. Ich hatte auch schon Fälle, wo Leute zwar eine Versicherung haben und plötzlich heißt es dann, ja, du kannst ja nicht beweisen, dass ich es war oder dass es mein Kind war oder du hättest früher kommen müssen. Ich hatte Fälle, wo ich zum Beispiel erst irgendwie nach 2 Monaten bemerkt hatte, dass da irgendetwas nicht gut ist. Oder bis ich irgendwie genau wusste, wie hoch der Schaden effektiv ist. Und dann habe ich mich bei den Personen gemeldet und dann hieß es plötzlich, ja, aber weißt du, ich kann jetzt das nicht 2 Monate später anmelden und, und. Also das kann heikel sein. Kann ich dir wirklich, wirklich jetzt schon sagen, also wenn du die Möglichkeit hast, deine Ausrüstung selber zu versichern, dass sie gegen alles versichert ist, zu dem komme ich noch, dann mach es. Meine Empfehlung. Das ist die Beschädigung. Dann vielfach ist es ja so, dass Diebstahl aus dem Auto heraus nicht versichert ist.
Also wenn du deine Ausrüstung im Auto hast, jemand bricht das Auto auf, klaut dir die Sachen, dann kann es unter Umständen sein, dass das nicht abgedeckt ist. Das muss meistens separat versichert werden. Wenn du eine Vollkasko hast und beim Auto irgendwie noch eine Versicherung, dass dort Diebstahl inbegriffen ist, dann ist das meist was anderes, aber es kann sehr, sehr gut sein, dass das nicht dabei ist. Ja, dann musst du dich fragen, wie bist du denn versichert als Person? Meistens einfach Privathaftpflicht, das heißt, wenn du als Privatperson jemandem etwas kaputt machst aus Versehen, bist du versichert mit ihnen einem Selbstbehalt, 200 Franken, 500 oder 1000 Franken, je nachdem. Aber sobald du als Dienstleister unterwegs bist, auch wenn du Einzelunternehmer bist oder das Ganze einfach als Nebenberuf machst oder quasi als Hobby mit Geld verdienst, da kann es schon sein, dass diese Versicherung nicht mehr gültig ist. Bei der Ausrüstung musst du dich dann fragen, wie viel ist effektiv versichert? Also welcher Betrag? Vielleicht hast du in deiner Hausratversicherung irgendwie 20.000, 30.000 Franken drin oder auch mehr. Und wenn du mal deine Ausrüstung zusammenzählst, dann kann es schnell mal sein, dass du da bei 5.000 bis 10.000 Franken bist. Sagen wir mal, du hast einen Laptop, der kostet dich vielleicht 2.000 bis 3.000 Franken, eine Kamera 2.000, dann hast du 2-3 Objektive, 2-3 Blitzgeräte, eine Tasche, vielleicht ein Stativ. Also da bist du sehr schnell auf 10.000 Franken, ohne dass du es wirklich merkst. Es gibt ja nicht umsonst den Witz, wo man sagt, ich bringe meinen Kindern das Fotografieren bei, dann werden sie nie mehr Geld für Unsinniges ausgeben können, weil die Fotoausrüstung so teuer ist. Ja, eben. Zähl mal den Neuwert deiner Ausrüstung, den aktuellen Neuwert deiner Ausrüstung zusammen und du wirst staunen, auf welchen Betrag du da plötzlich kommst. Und dann stell dir mal die Frage, welche Schäden sind bei dir denn genau versichert? Bei der Versicherung, die du jetzt hast, gibt es Schäden, die abgedeckt sind für deine Kamera. Meistens sind da keine Schäden dabei, die man selber verursacht. Das heißt, wenn du irgendwo ausrutschst und dir was irgendetwas herunterfällt, ist das meistens nicht versichert. Wenn du irgendwo vielleicht fotografierst, du hast unerwarteten Regen, Kamera kriegt einen Wasserschaden, meistens nicht versichert. Bei mir gab es mehrere Beispiele, also ich hatte zum Beispiel, einmal habe ich was fotografiert, bin ausgerutscht, bin mitsamt der Kamera auf den Boden geknallt, das Objektiv war eigentlich gebrochen, der Schaden war etwa 1200 Franken, hatte ich dank meiner Versicherung abgedeckt. Dann hatte ich zum Beispiel einmal den Fall, wo ich aus Versehen den Rucksack nicht zugemacht hatte, er hat zu ausgesehen, aber ich habe ihn nicht zugemacht, dummerweise. Zwei Objektive sind rausgefallen, voll auf den Boden geknallt. Schaden, etwa 1500 Franken, war auch versichert zum Glück. Deswegen, wenn du eine Ausrüstung versichern möchtest, wenn du sie versicherst, frag bei deinem Versicherungsberater genau nach, also zeige ihm Beispiele und dann erwähne ihm ganz genau oder frage ihn ganz genau, ist das versichert? Als ich das damals das erste Mal gemacht hatte, habe ich ganz genau nachgefragt. Ich habe gesagt, okay, schau mal, wir sind damals nach Südafrika gereist. Das war so der Zeitpunkt, wo ich langsam dachte, okay, jetzt wird es schon ernst mit meiner Fotografie. Dann habe ich gesagt, okay, schau mal, wir sind da und da, das passiert, ist es versichert? Ja, nein, okay, wir sind hier und hier. Das passiert, sie ist versichert, ja. Wir machen das und das oder ich mache das und das, die Kamera macht das und das. Das passiert, ist es versichert, ja. Okay. Und natürlich kann es dann auch immer noch Fälle geben, wo es dann nicht versichert ist. Aber wenn du eine gute Versicherung hast, dann sind die halt auch mal kulant. Ich hatte das auch. Deswegen ist vielleicht das günstigste Angebot auch nicht immer das Beste. Und dann eben musst du dir die Frage stellen, wo überall ist das Ganze versichert? Ist es nur zu Hause? Ist es im Inland? Ist es im Ausland? Was ist, wenn du irgendwo ein externes Lager hast? Ist es dort auch versichert? Weil auch das kann schon Probleme geben, wenn deine Versicherung nur für zu Hause greift, der Schaden aber irgendwo in einem Studio passiert. Ist das ein Problem? Ja oder nein? Wie sieht es mit Ausland aus? Gibt es Länder, die ausgeschlossen sind? Und, und.
So, was musst du nun wissen? Du musst zunächst mal wissen, welche Ausrüstung willst du versichern und wogegen. Willst du nur die Kamera und die Objektive oder hast du noch Blitze dabei, Stativ, Laptop? Das Smartphone kann je nachdem nicht in diese Versicherung eingenommen werden. Das ist mittlerweile eine separate Versicherung. Und denk dran, es kann auch sein, dass dir jemand eine ganze Tasche klaut oder den ganzen Rucksack. Und dann wird es halt sehr, sehr schnell teuer. Natürlich kannst du sagen, ja, aber ich habe ja meistens nur eine Kamera und ein Objektiv dabei. Okay, verständlich. Aber was ist, wenn du einen Brandfall hast? Was ist, wenn du einen Wasserschaden hast oder irgendwas so? Oder eben, wenn dir jemand einbricht und den ganzen Rucksack klaut, dann hast du alles weg. Wenn du dann nur die Hälfte deines Equipments versichert hast, stehst du einfach im Leeren da. Deswegen, ich empfehle dir grundsätzlich, versichere alles, was du hast, und that's it. Dann hast du auch Ruhe. Welche Möglichkeiten gibt es, das zu versichern? Nun, als ich das letzte Mal geschaut hatte, gab es zum Beispiel sowas wie eine Wertsachenversicherung und für Geschäfte gab es zum Beispiel auch sowas wie eine Inventarversicherung. Bei der Wertsachenversicherung musst du halt jedes Element einzeln aufführen, jedes Gerät mit allem drum und dran. Bei der Inventarversicherung hast du sowas wie eine Komplettversicherung für alles zusammen. Dann kannst du etwa sagen, meine komplette Ausrüstung, mein Inventar kostet etwa so und so viel Franken und dann hast du das versichert. Der Vorteil bei diesen Zusatzversicherungen ist halt einfach, dass du die Geräte alle zum Neuwert versichert kriegst und nicht zum Zeitwert. Wenn zum Beispiel etwas kaputt geht, dann musst du etwas Gleichwertiges kaufen können, auch wenn es vielleicht genau dasselbe Modell nicht mehr gibt, aber etwas Neueres, dann kriegst du einfach zum Beispiel den Reparaturpreis zurückerstattet. Das ist nicht so wie beim Auto, welches nach Zeitwert versichert ist. Es kann ja gut sein, dass dein Auto für dich vielleicht noch oder dass du es theoretisch vielleicht noch für 20.000 hättest verkaufen können, aber dir die Versicherung irgendwie noch 15.000 dafür gibt, weil sie das halt anders ausgerechnet haben. Das hast du sicher auch schon gehört und erlebt. Aber ich hatte zum Beispiel einen Fall, als ich da eben mich auf die Fresse gehaut habe, habe ich das Ganze eingeschickt und dann hieß es, ja, das Objektiv, die Reparatur kostet irgendwie 1.200 Franken und ich habe irgendwie ein neuerwertiges Objektiv gebraucht für 1.400 Franken gesehen. Da habe ich auch mit der Versicherung geredet, habe gesagt, hey, schaut mal, also ich zahle da halt lieber die 400 Franken drauf, habe dafür das neuere Modell, anstatt dieses hier zu reparieren. Und das haben sie auch eingesehen und das war auch okay. Natürlich kann man sowas auch ausnützen. Ich meine, reden wir also ganz offen darüber geredet, natürlich könnte ich meine Kamera irgendwie vom zweiten Stock runterwerfen und würde dann das Geld kriegen, könnte mir was anderes oder was Neues kaufen, aber ich finde sowas ziemlich scheiße. Also ich würde sowas nie machen, weil der Punkt ist ja genau dann, wenn du es dann vielleicht wirklich benötigen würdest, kann es auch sein, dass dann die Versicherung sagt, hey, du hattest jetzt so viele Schadenfälle, geht nicht. Es ist auch so, bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich einfach 2 Fälle pro Jahr versichert habe. Also ich kann, selbst wenn ich es wollen würde, könnte ich jetzt nicht irgendwie mehrmals im Jahr was kaputt machen und in der Hoffnung was Neues zu kriegen. Macht für mich auch keinen Sinn. Ich bin froh, wenn mein Equipment funktioniert. Grundsätzlich ist es für mich auch mühsam, wenn ich auf mein Equipment verzichten muss. Welche Schäden sind dann versichert in diesem ganzen drumherum? In der Regel eigentlich gegen alle, kann man sagen. Also es geht sowohl um Eigen- und Fremdverschulden bei Beschädigung, Diebstahl, teilweise zum Beispiel auch Blitzeinschläge, manchmal auch Datenrettung, das kann sehr schnell sehr teuer werden. Wenn du einen Brandfall hast zu Hause oder im Büro. Aber eine wichtige Sache, verlieren zählt nicht dazu. Also ich sage mal, die eigene Dummheit wird bestraft. Irgendwo auch verständlich. Also wenn du etwas verlierst, dann hast du Pech gehabt. Also beispielsweise, wenn du eine GoPro hast und die versenkst du, Pech gehabt. Wichtig ist auch zu sagen, Drohnen müssen vielfach auch separat versichert werden. Haftpflicht sowieso.
Beschädigungen teilweise auch. Was sind die Kosten für eine solche Versicherung? Nun, pauschal kann man das natürlich nicht sagen, aber es geht hier immer prozentual um den versicherten Wert. Also wenn du zum Beispiel, ich sage jetzt mal, was zum Beispiel 20.000 Franken versichert hast oder 30.000, ich kenne meine Zahlen jetzt auch nicht auswendig, aber das kann es vielleicht so 400 bis 500 Franken sein. Ich schätze, etwa bis 10.000 Franken wird etwa der Versicherungsbetrag 200 bis 300 Franken im Jahr sein. Und wichtig ist eben noch zu beachten, welche Versicherung nimmst du und musst du zum Beispiel deine Artikel einzeln aufführen oder hast du alle Artikel in einem Paket drin oder alle Geräte in einem Paket drin versichert. Ja, und abschließend möchte ich da noch zwei Sätze sagen. Prüfe öfters mal, wie der Wert deiner aktuellen Sachen ist und ob sich eine Versicherung überhaupt noch lohnt oder ob sie vielleicht angepasst werden kann. Zum Beispiel, eine 5 Jahre alte Kamera dient dir vielleicht noch sehr, sehr gut, aber sie hat vielleicht auf dem Markt kaum noch Wert. Vielleicht hast du sie irgendwie vor 5 Jahren mal für 1.500 Franken gekauft. Heutzutage kriegst du wahrscheinlich was Besseres für 500 Franken. Oder die gleiche Kamera gebraucht gibt es vielleicht für 400-500 Franken. Da kannst du dich dann schon fragen, ja, lohnt es sich noch, eine solche Kamera zu versichern oder lässt du die Versicherung weg? So, jetzt habe ich viel geredet, 17 Minuten. Ich dachte nicht, dass es so lang wird, das Video. Aber ich hoffe, es hat dir was gebracht. Wenn du Fragen hast zum Thema Kameraversicherung oder irgendwelche Inputs, wenn ich was vergessen habe, schreib es doch gerne in die Kommentare hinein. Ich freue mich immer wieder über Kommentare. Wenn du Anregungen zu einem neuen Video hast, dann ja, schreib mir das auch gerne. In dem Sinne, tschüss und noch einen schönen Nachmittag.